Nähert sich der belegte Speicherplatz in Home Assistant auch bei dir 100%? In diesem Video zeige ich dir, was du dagegen machen kannst. Nach dem Intro geht es los. Moin, mein Name ist Thorsten von meine-digitale-welt.de. Nähert sich dein Home Assistant Speicherplatz auch den 100%? In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du neuen Speicherplatz freigeben kannst. Um zu überprüfen, wie viel Speicherplatz du noch hast, gehst du unter Einstellungen, System und dann auf Speicher. Hier wird dir angezeigt, wie viel belegten Speicher du hast. Mein belegter Speicher nähert sich den 100%, wie dir sicherlich aus meinen zahlreichen Videos bekannt ist. Verwende ich Home Assistant in einer virtuellen Maschine auf meiner Synology Disk Station. Um nun den Speicherplatz zu erweitern, gehen wir in den Virtual Machine Manager und schauen uns zunächst einmal die belegte Benutzung an. Und hier können wir auch sehen, dass wir 99,41% benutzte virtuelle Festplatte haben. Danach fahren wir Home Assistant herunter. Nachdem nun Home Assistant heruntergefahren ist, empfehle ich einen Schnappschuss zu machen und dann anschließend über Aktionen bearbeiten, kann man sich über den Katalretter Speicher die virtuelle Festplatte vergrößern. Ich nehme hier 64 GB, also die doppelte Größe, und da wird mir hier mitgeteilt, Sie können die Größe des virtuellen Datenträgers nicht verkleinern, nachdem sie erweitert wurde. Also anschließend kann ich nicht wieder die virtuelle Festplatte verkleinern. Größer machen kann ich sie immer. Also dementsprechend sollte man immer nur stückchenweise die virtuelle Maschine vergrößern. Im unteren Bereich der virtuellen Maschine sehen wir jetzt hier, dass das Ganze schon erweitert wurde auf 64 GB, und schalte ich nun Home Assistant wieder an, dann sollte es eigentlich hochgefahren werden. Ich hatte hier noch folgenden Fehler, das können wir über die Verbindenseite sehen. Error returned from supervisor, system is not ready with state. Und diesen Fehler kann man versuchen, über den Eintrag Banner und dem Bestätigen der Enter-Taste zu beseitigen. Nach dem Neustart von Home Assistant gehen wir nochmal unter Einstellungen, System und Speicher. Und hier sehen wir jetzt, dass der belegte Speicher nur bei 47,8% aktuell liegt. Ich hoffe, dass dir dieses kurze Video zur Speichererweiterung gefallen hat. Würde mich über ein Gefällt mir freuen. Natürlich auch ein Kommentar ist herzlich willkommen. Solltest du den Kanal bisher noch nicht abonniert haben, würde ich mich über ein Abo freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu einem neuen Home Assistant Tutorial Video. Und tschüss.